So. Diesmal funktioniert's. Oh, fuck, oh, fuck. Ui. Wie alt bist du? 19. Ich bin 19, Mann. Scheiße. Du bist ja ein Kind. Grandma sagt, dass ich immer groß für mein Alter war. Machen sie dir genau gleich in der letzten Folge. Jetzt los, gleich wieder rüber. Ich will das nicht tun. Dieses Mal müssen wir den da hinten richtig ablenken. Bewegung. Nein, 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 nein! Verflixt! Ah, das war die falsche Taste. Ah, Mann. Na komm. No, fuck, no, fuck. Ui. Wie alt bist du? 19. Ich bin 19, Mann. Scheiße. Ja, wir wissen es langsam. Du bist ja ein Kind. Grandma sagt, dass ich immer groß für mein Alter war. Okay, los. Ja, ja. Fuck, nein. Fuck. Los, los, Kopf hoch. Ah, verflixte, schon wieder die falsche Taste. Hey, wo bist du hier, Mann? Ah, scheiße. No, fuck, no, fuck. Ui, wie alt bist du? 19. Ich bin 19, Mann. Scheiße. Du bist ja ein Kind. Grandma sagt, dass ich immer groß für mein Alter war. Bewegung. Ich geh schon. Das ist los, irre. Schnell. So, jetzt aber richtig. Am besten diese Kamera. Ich will das nicht tun. Bewegung. Ja. Warum hängst du mit diesen Arschlöchern rum? Das ist meine Familie. Naja, dachte ich. Leck mich doch. Ist nicht mein Problem. Hast du Familie? Ja. Kinder? Nein. Du? Wahrscheinlich. Scheiße, Mann. Bring mich nicht zum Lachen. Ja. Könnte schlecht enden. Hopp, ich wollte nicht die Kamera, ich wollte eigentlich die Tür, aber das geht anscheinend noch nicht. Da ist wieder einer. Ich sollte nicht hier sein. Jetzt, los. Alles klar. Ah, eine Fensterläden. Leck mich doch. Ist nicht mein Problem. Oh. Das macht doch gar keinen Sinn. Das ist es nicht wert. So, wie komme ich jetzt an dem vorbei? Verschwende ich meine Zeit nicht. Fuck, Mann. Fuck. Vorwärts. Okay. Los, 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 los. So. Mann, leck mich. Los, los. Ich geh schon. Ich will das nicht tun. Ich weiß, dass du es nicht tun willst. Tu es trotzdem. Das ist es nicht wert. Und jetzt? Das ist irre. Okay, los. Ja, ja. Hältst du die Tür? Heftige Schlösser, Mann. Geh nur nah genug ran. Nur Iran kann da rein, Mann. Wart eine Sekunde. Ich brauch kurz deine Kamera. Der Computer ist da. Also, warum machst du das, Mann? Das ist nicht deine Welt.
etwas kompliziert. Wir haben viel Zeit. Irak war an etwas beteiligt, das meine Familie angeht. Ich will antworten. Ist gar nicht kompliziert. Gut, dann jetzt muss ich aber da unten hin. ja. 2 Meter entfernt. Jetzt muss ich nur noch da rein. Oh oh. Scheiße, schneller, schneller. Verflixt. Jetzt weg. Schnell, schnell, schneller. Wow, das war, glaube ich, letzte Sekunde. Oh, verflixt, das ist kompliziert. Das war so nicht vorgesehen. Ich sag's dir, Mann, ich sag dir doch keiner aus Irak. Ruhe. Oh, oh. Verflixt. Ist ja verdammt kompliziert. Hä? Hier geht's hoch. So vielleicht? Nee. Doch so? Ja. Und jetzt? Da hoch. Oder da hoch. Jetzt erst links. Jetzt kann man das so durch. Und what the? So vielleicht. Ja. Und jetzt kommen wir hier von hier hoch und jetzt kommt auch die andere Seite. Irgendwie. Ah, verflixt. Oh, jetzt haben wir das hier und von da müssen wir vielleicht so hin. Nee. Oh, verflixt. Warte, jetzt geht's von da. Da durch. So, jetzt haben wir das. So hoch. Dann rüber, runter. Da so rüber und dann haben wir das. Jetzt müssen wir nur noch so hoch und so hoch und in der Mitte hoch. Mir das. Okay, verschlüsselte Tür. Hacken. Der Computer ist da. Scheiße kalt, Mann. Ja, um die Server zu kühlen. Junge, das ist echt mal krasse Hardware. Da, geh da hin. Shit. Beweg dich nicht. Warte, das ist nicht genug. Geh zurück. Debug, was soll der Scheiß? Ist nicht so, wie es aussieht. Wonach sieht's denn aus? Weil für mich sieht das nach einem übelst krass verfickten Verrat aus. Mann, wie kommst du überhaupt hier rein? Hey, warte mal. Ich liebe dich, Mann, das weißt du. Wer hat dich gekauft, Queen? Nein. Nein, warte! Lüg mich nicht an! Lüg mir bloß nicht ins Gesicht! Das dafür, dass ich dich reingeholt habe! Was? Wir sind Familie! Du weißt nicht, was nicht! Er hat mich gezwungen! Fick nochmal! Er ist ganz nah! Fisch da runter, Kass! Fisch da runter! Geht da runter! Findet den Pisser! Kommen Sie denn? Oh nein. Oh Scheiße. Bedbug.
Was ist denn passiert? War doch alles richtig. Und Iraq? Ich sehe ihn nicht. Hat er seinen Cousin getroffen? Oh oh. Das sieht ziemlich schlimm aus. Ich hab nicht viel bekommen. Hoffen wir, es reicht. Oh oh. Platz da! Ich muss jetzt dann wirklich irgendwo durchfahren, wo die mir nicht folgen können. Okay, er fällt ein. Oh oh, scheiße. Ah, das ist doch schon mal was Gutes hier. Nein! Wow, was haben die für Karten? Bam! Wow, scheiße! Ah toll, der Karre komme ich nicht weit. Vielleicht kommen die ja nicht aufs Bahngleis, wobei da hinten kommen sie auch schon. Wow! Ich brauche unbedingt eine andere Karre, mit der geht das nicht. Ja, meine auch. Nicht gut. Ich muss hier weg. Ich muss hier irgendwo sein. Kann ich mich finden? Einfach Vollgas hier weg. Aus dem Radius. Ah, in Sicherheit bringen sie so. Alter, vergiss es. Wir haben ihn verloren. Ah, klar. Sieht aus, als wäre der Computer voller Material über einfach jeden. Hör dir mal die Ordnernamen an. Polizeichef Sextape, Blooms CEO-Bestechung, CTOS-Verstöße. Iraq sitzt auf der gefährlichsten Waffe der Stadt. Klar, dass die Cops Abstand halten. Er hatte wohl ein Gespräch mit dem Polizeichef. Kannst du sehen, was in den Ordnern ist? Noch nie, ich versuch's. Gibt es einen Ordner zu Merlo? Merlo. Ja, das ist er. Gut. Ich bin bald da. Gut, ein Bug fernsteuern. Mission beendet. So, jetzt möchte ich irgendeine andere Karre. Du musst da sofort raus. Ich bin draußen. Ich dachte nur, ich könnte dir mit den Antworten helfen. Du weißt, wegen deiner Familie. Dieses Video, das wir gesehen haben. Iraq hat mich danach gefragt. Wollte wissen, was ich weiß. Rose Washington. Rose Washington? Ich weiß nicht, wer sie ist, aber sie ist in dem Video. Iraq sagt, sie ist tot. Okay, danke. Das könnte helfen. Ja. Ja, du und ich. Sind wir quitt? Wir sind quitt. Gut gemacht, Batman. Gut. Quitt mit Batbug. Und jetzt, wie geht's weiter? Telefon. Du hast für Aufholen Rossi Fremont gesorgt. Jetzt gib mir was Gutes. Iraq hat eine Menge Schmutz gesammelt. Sein Computer ist voll davon. Von Politikern bis hin zu CTOS-Managern. Das Merlo ist auch dabei. Ich wusste es. Ich hab's dir doch gesagt. Es ist verschlüsselt. Ich habe keinen Zugang, aber dieses Video aus dem Menü. Der Name der Frau ist Rose Washington. Rose Washington. Ich kenne den Namen. War sie nicht beim CTOL? Aiden. Das ist die Goldader. Ich hab deine IP verfolgt. Jetzt gib mir meine Schwester. Aber es fängt gerade erst an. Für irgendjemanden ist das Video wichtig. Wichtig genug, um mich anzugreifen. Und auch deine Nichte.
Vorsicht, Damien. Na komm, ich weiß, dass du das genau wie ich zum Ende bringen willst. Das war nicht der Deal. Oh, aber doch. Du sagst, es ist verschlüsselt? Dann bist du noch nicht fertig. Nein, das wirst du nicht tun. Ich kann tun, was ich will. Hey, ich bin's. Nikki, wie geht's dir? Ich bin müde. Sie kümmern sich um mich, aber... Komm und... Okay, da sind noch andere bei dir. Ja, das ist gut. Sei auf alles gefasst. Ich werde bald kommen. Ich muss Jack sehen. Wie geht es ihm? Er ist ein tapferer Junge. Er kommt nach seiner Mutter. Aber er ist genauso stur wie sein Onkel. Ja, das ist er wohl. Er akzeptiert nicht einfach ein Nein. Zeit um. Ta-ta. Gut, alles. Ich bei Damien rechnen lassen. Er kriegt den Hals nicht voll. Er will immer noch mehr. Okay. Eins nach dem anderen. Ich brauche den Rest von Irax Material. Dann habe ich den Hebel. Und dann kümmere ich mich um Damien. Alles klar. Und wie es weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Und bis morgen. Tschüss.